Schon bei Karl Marx ging es immer viel um Revolution. Eine solche will auch seine politische Ururenkelin anzetteln, aber nur vielleicht, eventuell. Denn so ganz genau weiß man das bei Sarah Wagenknecht noch nicht. Ich würde ganz gerne Ihnen ein, zwei, drei Fragen stellen, wo Sie nur mit Ja oder Nein antworten. Ich hasse das. Meistens sind es Fragen, die kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Aber ich gebe mir Mühe. Wunderbar. Frau Wagenknecht, werden Sie Ihr Mandat abgeben? Nein. Werden Sie eine neue Partei gründen? Das sind die Art Fragen, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Versuchen Sie, Mitglieder der Linken für Ihr eigenes Projekt abzuwerben? Nein. Wenn Sie mich persönlich fragen. Haben Sie für Ihre mögliche neue Partei schon einen Namen? Sie versuchen es immer wieder. Nein. Wer das Phänomen Wagenknecht verstehen will, muss raus aus Berlin und rein ins Land. Kaiserslautern, Mitte Mai. Wagenknecht ist eine Art Wanderpredigerin in eigener Sache. Heute sind es 400 Leute, die sie sehen wollen. Sind Sie ein Fan von Frau Wagenknecht? Ja, mit 100-Prozentigkeit, weil sie die Wahrheit sagt. Sie ist eigentlich so die einzige ordentliche Politikerin noch in Deutschland, eine der sehr wenigen. Ich höre ihr gern zu. Ja. Warum? Weil das viel Verstand hat, was sie sagt, und weil sie sich traut, Sachen zu sagen, die trauen sich andere nicht. Und dann fährt er vor, der Star der Linken, genau genommen ihr einziger. Seit langem gehört die 53-Jährige zu den Top 10 der beliebtesten Politiker Deutschlands. Es ist auf jeden Fall für mich ein spannender Auftritt, weil man ja doch einen Kontakt hat mit den Menschen und hört, wie sie reagieren, worauf sie reagieren, welche Meinung sie haben. Auftritte wie dieser sind ein Heimspiel für sie. Weit weg von den Gegnern in der eigenen Partei, nah dran an ihrer Fanbase. Sie ist Dauergast in Talkshows. Sie hat die Ampelregierung als die dümmste Regierung Europas genannt. Und ist nicht zum ersten Mal Gast bei mir hier in der Westpfalz. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht. Sie gilt als begnadete Rhetorikerin. Ihr Stil irgendwo zwischen Stammtisch und Besorgtsein. Ich treffe auch immer mehr Leute, die mir sagen, sie haben den Eindruck, sie werden von Verrückten regiert. Und ich kann das irgendwie verstehen, dass in einem solchen Land so viele Menschen arm sind und allein gelassen werden. Das ist doch eine Schande. Wir sind inzwischen der zweitgrößte Waffenfinanzier und Waffenlieferant der Ukraine. Die Grünen sind, abgesehen von den eigenen Genossen, Wagenknechts Lieblingsfeinde. Gegen keine andere Partei teilt sie so gerne aus. Die haben wirklich die Vorstellung, fast alle Menschen in diesem Land leben so wie ihre hippe grüne Großstadtblase. Und natürlich die Zutaten zum Hafermilch-Macchiato kommen alle aus dem Bioladen. Die große Mehrheit der Menschen in diesem Land lebt anders. Und da ist nichts mit Bioladen. Da fängt die Verzweiflung schon beim Aldi an, wenn die Lebensmittelpreise um 20% steigen. Vorigen Donnerstag, Sitzungswoche in Berlin. Sarah Wagenknecht ist hier eher selten zu Gast. Von ihrer ehemals einflussreichen Position bei den Linken ist ihr nur das Büro geblieben. Das sind die ehemaligen Fraktionsvorsitzendenbüros. Also das hatte, also als Gregor Gysi und Oskar Lafontaine waren das die zwei Büros, dann waren Dietmar Bartsch und ich hier. Und ja, wir sind immer noch hier, auch wenn ich keine Fraktionsvorsitzende mehr bin. Aber Ruth, weil du gerade wieder da bist, Wann ist denn jetzt diese Abstimmung? Die Abstimmung steht im Augenblick auf 15.45 Uhr über 16 Uhr. Ihre Popularität beschert der Ex-Kommunistin satte Profite. Dank bester Buchverkäufe ist sie eine der Top-Verdienerinnen im Bundestag. Ihr Image zahlt sich aus. Ihre Kritiker werfen Ihnen so ein bisschen vor, ja, Sie hätten so eine Marke aufgebaut. Naja, also ich meine, soll ich mich dafür entschuldigen, dass ich irgendwie politisch mit einem gewissen Profil wahrnehmbar bin? Also ich meine, was heißt Marke? Also ich glaube, dass die Leute sich auch Politiker wünschen, die irgendwie ein Profil haben. Das heißt dann auch immer, dass man polarisiert. Seit Monaten sinniert sie über die Gründung einer eigenen Partei. Irgendwie links, aber auch ein bisschen konservativ soll sie sein. Mit ihrer Noch-Partei liegt sie im Dauerzoff. Zuletzt forderte der linken Vorstand, sie solle ihr Bundestagsmandat abgeben. Wir haben am Wochenende was beschlossen, ein Pressestatement gemacht, das haben wir gestern auch gemacht. Von daher, für mich gilt es jetzt, wir schauen jetzt nach vorne. Welche Botschaft hätten Sie an Frau Wagenknecht, wenn sie heute hier wäre? Wenn ich Botschaften an Frau Wagenknecht habe, wissen Sie doch, dass ich Ihnen das direkt sage. Bei der Linken geht die Angst um.
Wenn Wagenknecht tatsächlich ihr eigenes Ding macht und ihre Gefolgsleute mitnimmt, könnte das das Ende der Bundestagsfraktion und der ganzen Partei bedeuten. Eine Linke ohne die Frau Wagenknecht? Ist das zukunftsträchtig? Nein, ist sie nicht. Eine Linke ohne Wagenknecht ist in der Bedeutungslosigkeit. Sie ist eine der beliebtesten Politikerinnen, kommt bei den Leuten an. Bernd Rixinger war mal Chef der Linken und in einem Team mit Wagenknecht. Das ist lange her. Geblieben ist die gegenseitige Abneigung. Er redet seit Jahren nicht mehr mit ihr, kritisiert, dass ihr Verhalten der Partei schade. Wenn einer anderen Partei eine bekannte Persönlichkeit sagen würde, naja, eigentlich meine eigene Partei bringt es nicht so richtig, man bräuchte eine neue. Ich überlege mir das bis Ende des Jahres. Ich glaube, keine andere Partei würde das auch nur eine Woche mitmachen, sondern die würde da viel schneller für klare Verhältnisse sorgen. Rückblick, Mitte der 90er. Sarah Wagenknecht ist 24 und stramm sozialistisch. In der SED-Nachfolgepartei PDS ist sie ein Nachwuchsstar und kontert souverän die Fragen von Spiegel TV. Wie kann so eine junge Frau wie Sie so alte Ansichten haben? Auch ich denke, Marx ist ja nun 200 Jahre alt, aber das ist noch lange nicht ein Beleg dafür, dass er nicht mehr korrekt ist. Und Bernstein ist auch relativ alt. Also alt oder jung sagt nun nichts darüber aus, ob eine Ansicht stimmt oder nicht stimmt. Wagenknecht macht erst in der PDS, dann in der Linken Karriere. Schafft es in den Vorstand und an die Spitze der Fraktion. Doch dann kommt die Flüchtlingskrise und der Sinneswandel. In der Zuwanderungsfrage weicht Wagenknecht von den Positionen der Linken ab, wird dafür von den eigenen Genossen ausgebuht. Den Hungernden in Afrika nützen offene Grenzen nichts. Weil sie gar nicht die Mittel haben, sich auf den Weg zu machen. Ich bin nicht mehr bereit, das länger hinzunehmen. Und ich erwarte von dir, dass du die Position, die Mehrheitsposition dieser Partei achtest. Doch daran denkt sie gar nicht. Der Streit zwischen ihr und der Linken um den richtigen Umgang mit Flüchtlingen eskaliert. Wir hatten ja dann einen wirklichen Machtkampf und den hat sie ja auch verloren. In der Partei, weil die Partei selber gesagt hat, wir wollen diesen Kurs haben und nicht einen anderen. Und damit hatte ich gedacht, sind eigentlich die Verhältnisse geklärt und das war eben ein großer Irrtum. Denn statt klein beizugeben, profiliert sich die Genossin weiter, wird zur Gegnerin in der eigenen Partei. Statt im Bundestag ist sie jetzt vor allem Dauergast in Talkshows. Kaum ein anderer Politiker ist so präsent auf YouTube, Facebook und Co. Wagenknecht hat rekordverdächtige Reichweiten. Böse Zungen würden sagen, dass Sie eigentlich ja eine Art Hinterbänklerin sind. Sie haben keine besondere Funktion im Parlament oder aber auch in der Partei. Ja, das nennt man so. Also ich bin rein von den Funktionen her eine Hinterbänklerin, das stimmt. Auch weil ich leider eben auch kaum noch im Parlament reden kann. Also das ist ja leider in der Fraktion nicht mehr durchsetzbar und das bedauere ich natürlich. Inzwischen ist es kurz nach vier. Sarah Wagenknecht hat es eilig. Sie muss noch zu einer Wahl ins Reichstagsgebäude. Also hier stand ich jetzt bestimmt 10 Minuten an diesem blöden Fahrstuhl und irgendwann dachte ich, ich bin ja doch noch so gut zu Fuß, dass ich auch die Treppe nehmen kann. Schon lange gibt es den Vorwurf, dass sie sowohl im Bundestag als auch in Parteigremien zu oft fehlt. In die Fraktion gehen Sie auch schon ganz lange nicht mehr. Das stimmt so auch nicht. Ich war schon immer wieder mal in der Fraktion, aber es ist teilweise so, zum Beispiel diese Woche war es eben so, ich hatte den Termin in der Philkolonie lange zugesagt. Das war jetzt tatsächlich eine ungünstige Überschneidung, weil an sich wäre ich sonst heute da gewesen, aber das ging halt dann nicht. Dann tschüss, alles Gute. Auch heute verpasst die Abgeordnete wieder mehrere Abstimmungen. Denn es gibt Wichtigeres zu tun, in Braunschweig. Eine Veranstaltung zum Ukraine-Krieg. Wagenknecht kritisiert, wie immer, den Westen, Waffenlieferungen und natürlich die NATO. Also wer verhandeln will, der will Appeasement-Politik machen und Appeasement geht gar nicht. Putin gleich Hitler und den muss man besiegen und deswegen Waffen, Waffen, noch mehr Waffen. Das ist die Logik, die uns offeriert wird. Wagenknecht, die Putin-Versteherin, ein Vorwurf, den sie oft zu hören bekommt. Auch weil ihre Theorien von Verhandlungen so fern der Realität sind. Und soll das dann praktisch so aussehen, dass die ukrainische Führung nach Moskau telefoniert und sagt, lieber Angreifer, wir würden gerne mit dir verhandeln über einen Frieden? Nein, also es wird sicherlich weder so sein, dass Putin Selenskyj anruft, noch umgekehrt, sondern das muss eben von außen kommen. Also ich meine, es gibt ja von Seiten der chinesischen Führung, die ja ein indirekter Verbündeter Russlands ist, gibt es einen Vorschlag.
Im Februar dreht Wagenknecht richtig auf. In Berlin ruft sie mit Alice Schwarzer zur Friedensdemo auf, um ihr umstrittenes Manifest zum Ukraine-Krieg zu verbreiten. Tausende kommen. Darunter auch Schwobler und Rechte wie der Verleger Jürgen Elsässer. Umfragen zeigen, eine mögliche Wagenknecht-Partei würde vor allem Leute aus dem rechten Lager ansprechen. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, dass sie immer schon gesagt hat, sie will Wähler und Wählerinnen, die zur AfD sind, zurückholen. Also sie betont eben stark, dass es eigentlich Opfer der Politik sind, die eigentlich gar keine Rechten sind. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit eine Illusion. Zurück nach Kaiserslautern, Mitte Mai. Nach 2 Stunden auf der Bühne gibt es Standing Ovations für Sarah Wagenknecht. Anschließend bekommt die rote Ikone einen Eindruck davon, wen sie da so alles angesprochen hat. Herr Wagenknecht, ich finde es nicht gut, dass Sie sich so gegen die AfD aussprechen. Ich meine, die AfD ist die Partei, die genau ihre Belange, die ich voll vertrete, genau ihre Belange versucht, politisch umzusetzen. Aber gucken Sie sich da ein bisschen genauer um. Die AfD hat diesen, hat diesen rechtsextremen Flügel. Die hat wirklich Nazis. Gut, also ich bin genauso wie Ihnen gegenüber auch ein Fan von Alice Weidel. Okay? Da haben wir halt eine unterschiedliche Meinung. Und? Das ist doch aber auch okay. Aber ich wollte es gesagt haben. Ich schätze Sie sehr. Also, tschüss. Tschüss. War das jetzt ein Kompliment oder eher nicht? Es war ein Kompliment. Warum soll ich jetzt jemanden ablehnen, nur weil er sagt, er sieht bei der AfD auch Anknüpfungspunkte? Ich kann ja verstehen, dass die Leute sagen, bei der Friedensfrage ist die AfD die Einzige, die da im Bundestag Welle macht. Ne? Also dass ich lehne ja die AfD nicht wegen ihrer Friedensposition ab, sondern wegen ihrer sonstigen Position und wegen ihres eigenen Kopfes. Über die Pläne für ihre eigene Partei schweigt sie sich aus, bis heute. Der Zorn ihrer Genossen und jede Menge Publicity sind ihr damit sicher. Achso, das Auto ist da. Schon mal so eine grobe Richtung. Bis zum Ende des Jahres, haben Sie mal gesagt. Wie gesagt, Sie können mir die Frage so oft stellen, wie Sie mögen. Ich entscheide das auch nicht. Zumindest nicht alleine. Ohne Leute, die die harte Basisarbeit für Sie erledigen, wird es sicher nichts mit der neuen Partei. Dann würde aus der Hoffnungsträgerin am Ende doch eine Gescheiterte.